Ih, du machst Sachen im Browser. Ich glaube, man zählt die Mäuse Twitch schon gar nicht mehr als Viewer. Weil du das Wiedergabefenster. Lulibert, wie war das? Es gibt nur. Achso, dann hier oben drauf, ja, gibt es dann die Barnsche. Gut zu wissen. Später arbeiten. Wir haben einen gefunden und wie war das mit die ganz rare und selten und. Angeblich haben wir gerade einen Rare-Vieh gefunden, Xeli. Streamer Luck. Also müssen wir den hier raushauen, weil den brauchen wir nicht. 5% Spawn Chance. Mhm. Das war der erste Encounter hier oben. Luftspezialist hat er auch noch. Jetzt wird auch noch gebufft. Ja, okay. Natürlich. Gib mir halt hart. Ich hoffe, ich one-shot den damit nicht mit dem Telekinesisch Rammel. Ne, sehr gut. Das sieht nach einem guten Punkt aus zum Fangen. Jetzt entspann dich mit deinem Windstoß. So, Beutel. Tem-Karte. Dann machen wir sicherheitshalber einen Wechsel. Fang es! Komm schon! Fangen! 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 Aua! Ha, jetzt hab ich das selbst verletzt. Tem-Karte! Und du wartest ab. Ich habe einen Gunky in meinem Team. Jo, hab ich. Fangen! Fangen! Yes! Mit Luftspezialist. Oh, das ist Windmental. Und Windtechniken machen mehr 15% mehr Schaden. Nehme ich. So. Wir sind jetzt wohl bei der Lady angekommen. Lady Lottie, die Domina von Temtem. Wir sind nah, ich kann es fühlen. Die Romanzen der letzten Shake erwähnen. Eine Spirale, wo sie Stein und See treffen. Damit kann nur die windgewandte Festung gemeint sein. Hört, Leckheim, habt ihr was gefunden? Lottie ist a Hottie. Ja, der Geschmack geht auseinander. Noch nichts, Herr Röhn. Dann sucht weiter, ihr Tölpel. Hey, wer geht da? Noch ein denizianischer Störenfried? Wir haben weder die Zeit noch die Muse, Kerl. Kümmere er sich um den Schurken. Ihr habt die Herren gehört. Du wirst es bereuen, dich in Lady Lottes Geschäft eingemischt zu haben, du Bauer. Oh, da kommt zwar Elektro. Das Tuval, glaube ich, ganz schlecht. Das Tuval, glaube ich, ganz, ganz schlecht. Wen kann ich denn gegen Elektro? Ich glaube, das hier kann ich gegen Elektro ganz gut einsetzen. Ne, ist aber auch Wind. Damn! Die sind alle Naturwind. Ich hoffe, das ist eine gute Option. Ich glaube, das ist gar nicht so gut, was ich habe. Mein Team. Das Tesla-Gefänger macht, glaube ich, wirklich nicht so viel Damage. Das reduziert aber halt mein Speed, das ist ein bisschen doof. Aua! Kettenblitzt er mich. Ist jetzt Natur gut gegen Elektro? Wag's mal zu bezweifeln, so ein bisschen. Hört auch nicht zu Tesla-Gefängnissen. Ich bin ja schon voll langsam. Und mein Sakko ist vor allem gleich tot. Oh, ist tot, bevor sowas machen kann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Aber der ist, glaube ich, auch Wind als Ding drin, ne? Halt, nee, nicht abwarten. Ne, der hat nur mental. Sehr schön. So, lass mal einen hier rausnehmen. Oh, der hat ja 4. Oh, shit. Psychose.
Was ist mal denn Psychose? Was macht denn Psychose? Sag mir bitte kurz. Nein, nicht. Wie das Falsche. Kann ich mir bitte wissen, was das für ein State da ist? Was ist denn das hier? Was macht das? Das ist einfach nur in drei Runden ist er tot? Das ist shit. Surfbrett hatte, ich habe mir einen Nestla gefangen. Keine Ahnung, was ein Nestla ist. Erstmal dieses blöde Wipplump da töten. Damit das hier nicht. Schon wieder Getesla-Gefängnis, ey. Au, macht sogar doppelten Damage. Und Speed runter und. Ah. Aber es hat Überlastung. Beta-Ausbruch. Eine mächtige Beta-Welle, die das Ziel mit suboptimalen Teilchen bombardiert. 100, damit ja 23. Ja, dann hat es halt nur noch das. Level 20 bin ich damit geworden. Paharak! Okay, Paharak ist auch direkt tot. Relativ sicher. Telekinese-Schrapnell, Beta-Ausbruch würde mich halt komplett kaputt machen. So. Bzzp. Oh, der ist gar nicht tot. Hä? Hey, down. Ich opfer gerade meinen Hutstieg, damit ich den Sparsi hier klein kriege. Den Sparsi finde ich echt schwierig zu bekämpfen aktuell. Sparsi hole ich aus. Und ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Sparsi ist nicht mehr erschöpft. Können wir tauschen, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht viel bringen. Ich glaube, der stirbt dann trotzdem im getauschten Zustand. Ich weiß gar nicht, wo ich das Surfbrett herkriege. Ich weiß bis jetzt nur, dass das Surfbrett alle ist. So, Paharak ist durch. Was? Kann ja auch noch was anderes, also Tesla-Gefängnis machen? Ist ja schrecklich. So. Aua! Der ist wieder überlastet, Idiot. So. Haben wir das. Den Kampf erstmal gewonnen. Ich habe nur den Verdacht, es kommt gleich noch ein Kampf. Diese Denizianer ist nicht wie die anderen. Nicht einmal diese Surferin war so zäh. 350. Wenn wir uns nicht auf euch niederen Klappen verlassen können, wären wir euch zumindest verbunden, wenn ihr Schweigen walten lassen würdet. Nun, noch ein störender Bürgerlicher. Müssen wir uns endlos vom gemeinen Volk belästigen lassen? Gemeiner Plünderer, kannst du die Heiligkeit dieser ehrwürdigen Allen nicht respektieren? Hm? Erst das Surfweib und nun du kleiner was auch immer. Es scheint, wir müssen uns diese Unannehmlichkeit persönlich annehmen. Um die nötigen Gebote der Höflichkeit zu beachten, wir sind Lady Lortia Ethelflaed, Victoria Elisabeth von Matscheier Mutschiere Lochburg, Gräfin von Bräside. Aber diese erlaubt uns Herren zu nennen. Nein, dein Name bedeutet uns nichts. Da wir so frei sind, die weiteren Höflichkeiten auszulassen, erwarten wir deine schnelle und undramatische Niederlage. Wir haben einen Ahnenschatz zu finden und wenig Geduld über die Garde. Gesundheit, ja, ne? Das war eine ganze Zeile, der Scheißname. Lady Lottie! Hokus und Kalyssus. Oh. Ich darf nicht zwischendurch heilen. Das find ich aber fies. Kampf jetzt verlierst, musst du beim nächsten Mal die Wachen nicht nochmal bekämpfen. Das war übrigens die einzige Stelle im Spiel, wo ich komplett gestorben bin. Danke für den Mut, den du mir da mitteilst.
Oh, mein Sakko ist ja... Oh, mein Hut schick und mein Sakko sind tot. So. Ja, der hat Beta-Ausbruch einfach mal gemacht. Alter, aua. Moment mal, du bist einfach nur Salbe plus Ganki. Du bist einfach nur da zum Damage soaken. Einfach nochmal Beta-Ausbruch. Klar. Weil er wusste, dass ich heile, oder was? Was? Yo! Chill doch mal! Hau ich mir halt eins am nächsten rein. So, Colorbiss habe ich down. Eins. Von fünf. Und der andere hat sich ausgeruht in der Zeit. Multipicker, ein rasenschneller Angriff, furioser Schnäbel. Barnschirm! Oh, da brauche ich. Da brauche ich auf jeden Fall meinen. Ich würde gerne manchmal kreischen. Kreischen macht noch nicht viel. Die andere Option ist, wir beleben Sakko noch wieder und Kettenblitzen da rein. Ich weiß nicht, ob wir uns mit Kettenblitz selber treffen. Aber der macht ordentlich Damage, der Kettenblitz. Psychose. Psychose killt einfach das Vieh in meinem Dingens, ne? Ich finde gut, wie das Gesicht von dem Ganki von wurde während der Attacke. Sehr gut. Bigge Big und Loali. Ist auf beide nicht effektiv. Ich will hier nochmal Ketten blitzen, weil ich eben wahrscheinlich bald tot bin und möglichst viel Damage machen will. Oh shit, Überlastung. Darauf habe ich nicht geachtet, dass sie jetzt schon überlastet hat. Aber es sieht aktuell relativ gut aus für mich, finde ich. Vergiftet, am Sterben, alles drin. Moment. Oh shit, ich tausche es mal aus hier. Hier noch ein Loali. Und ein Hutschick, würde ich sagen. Wir tauschen beide aus und hoffen, dass die das überleben, den Tausch. Aha, sehr gut. Das macht nur halben Damage. Und dort wird ein Gift vergiftet. So. Wollen auf jeden Fall einen töten. Hallo Verimatas, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche dir was. Ich bin hier gerade bei einem Bossfight und muss mich ein bisschen konzentrieren. Und wir haben nur noch ein Viech vor uns. Das sollte machbar sein. Okay, mein Loali stirbt noch, leider Gottes. Wie geht's dir? Wie ist dein Samstag? Wurde noch vergiftet dafür, okay. Ich nehme das Sky mit dazu. Wilde Klaue, hier, gib ihm. Beta-Ausbruch, wie kann man wissen, wie der Beta-Ausbruch ist? Achso, den habe ich ja schon, logisch. Kaboom! Geschafft! Ich hab's geschafft. Mit zwei Belebern einsetzen hat es funktioniert. Ich hab einen Beleber gar nicht gebraucht, aber ging gut. Welch Scharlatanerie ist dies? Niedergemacht von einem venezianischen Gewöhnlichen. Welch Betrug! Schick dich etwa Percy. 499 gewonnen. Nice.
ein Lichttrick, eine Rauchwolke und wir verschwinden auf der Stelle, um Rache zu planen und erneut zuzuschlagen, wenn die Zeit gekommen ist. Du hast einen Schlüssel zur windgewandten Festung bekommen. Ein antik ammunischer Schlüssel zu den Verliesen der windgewandten Festung.